Markus-Evangelium, Kapitel 5, 1 bis 20. Jesus trifft auf einen durchgeknallten Mann, der von Dämonen kontrolliert wird. Schließlich kam sie mit ihrem Boot auf der anderen Seite des Sees an. Dort war das Land der Gerasener. Als Jesus aus dem Boot stieg, rannte ihm ein total durchgeknallter Psycho entgegen. Dieser Mann war von einem Dämon besessen, so einem fiesen Geist, der ihn irgendwie kontrollierte. Der Typ lebte auf dem Friedhof in irgendwelchen Grabhöhlen. Er war so stark, dass er selbst mit Handschellen und Fußfesseln nicht zu bändigen war. Jedes Mal, wenn man ihn wieder anketten wollte, riss er die Dinger ab und floh. Es gab keinen, der stark genug war, um ihn festzuhalten. Er wohnte die ganze Zeit entweder in einer Grabhöhle oder er streunte in den Bergen umher. Manchmal schrie er irre laut und verletzte sich selbst in einem Stein. Als er Jesus von Weitem sah, rannte er auf ihn zu, schmiss sich auf den Boden und fing wie blöd an zu schreien. Um die Ecke stand eine Herde von Schweinen. Und der Dämon fing an und sich weint. Ich will in die Schweine wohnen! Ich will nicht zurück in die Hölle! Bitte, Jesus! Lass mich jetzt in den Schweinen wohnen! Und Jesus sagte nur, okay. Und im selben Augenblick verdünnisierten sich die Schweine aus dem Mann, die Dämonen aus dem Mann, und sie flogen in die Schweine. Die Schweine drehten plötzlich total durch. Sie beginnen umgehend kollektiven Selbstmord. Sie stürzen sich die Klippen herunter und ertranken. Die Hirten waren voll geschockt, als sie das hörten. Sie rannten in die Stadt und erzählten das jedem. Viele Schaulustige kamen daraufhin an, um mit dem Typen zu reden, um zu sehen, was da gerade passiert war. Als sie dann den Typen sahen, der vorher noch völlig durchgeknallt war und plötzlich mit ordentlichen Klamotten da saß und ganz normal mit Jesus laberte, kriegte das Video überhaupt nicht auf die Kette. Es machte einigen sogar Angst. Die Augenzeugen erzählten den anderen ausführlich, was gerade mit dem Mann und den Schweinen passiert war. Als die Leute es mit den Schweinen hörten, bekamen sie plötzlich Angst um ihr Geschäft. Sie erteilten deswegen ein Platzverbot und wollten, dass er sofort die Gegend verlässt. Der Ex-Besessene wollte gerne auch zu Jesus ins Boot steigen, um mit ihm zusammen zu sein. Aber Jesus fand, das wäre keine so gute Idee. Geh besser nach Hause deiner Familie und erzähle allen, was für ein krasses Wunder du gerade erlebt hast und wie gut Gott mit dir umgegangen ist. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Sofort zog er los und erzählte überall im Zehn-Städte-Landkreis den Leuten seine Geschichte und was Jesus mit ihm gemacht hat. Alle, die es hörten, staunten nicht schlecht. Und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mich hier vorne so komisch angemalt seht. Das ist heute die erste Veranstaltung von Wacken in der Kirche. Und wir feiern heute, dass
weltweit größte Metal-Festival. Das ist mal ein fetter Applaus wert, finde ich. Und gleichzeitig feiern wir heute auch das 150-jährige Bestehen dieser Kirche. Und das ist ein noch fetterer Applaus hier. Diese Kirche hat den Namen Heiliger Geist Kirche. Und ich finde, das ist ein richtig cooler Name, ja, und auch eine gute Zusammenkunft, ja, die heftigste, die stärkste, die krasseste Musik auf dieser Welt kommt zusammen mit dem heftigsten und stärksten und krassesten Geist, der krassesten Kraft, die, wie ich glaube, es im ganzen Universum gibt, nämlich dem Heiligen Geist. Und da, wo Jesus war, ja, da war diese Kraft da. Und wenn Jesus gesprochen hat, da war diese Kraft da, diese Heilige Geistkraft da. Und wenn Jesus mit den Kranken gebetet hat, dann wurden die gesund. Warum? Weil diese Heilige Geistkraft da war und diese Menschen berührt hat. Und ich weiß nicht, wo ihr steht in eurem Leben und in eurem Glauben und eurem Glauben mit Gott, aber ich glaube, dass diese Geschichte hier wirklich passiert ist. Und ich glaube, dass dieser Jesus wirklich so eine Präsenz von diesem Heiligen Geist in sich trug, dass er nur ein Wort reden musste. Okay, oder geht, oder alles klar, verschwindet. Und bam, sofort mussten die Dämonen ihn, diesen Mann verlassen und mussten ihn freilassen. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich vielleicht einige hier stellen, kann man diese Geschichte denn heute noch so glauben, Martin? Also Dämonen, die gibt es doch gar nicht mehr. Damals gab es die ja vielleicht, aber die sind ausgestorben. Ja, so wie die Beutelratte, die ist ja auch ausgestorben und jetzt gibt es halt keine Beutelratten mehr. Wie schade. Jetzt können wir immer oh sagen. Und die Dämonen sind halt auch irgendwie ausgestorben. Also, ich lebe jetzt seit circa 30 Jahren mit Gott. Ich bin nicht unbedingt christlich aufgewachsen und habe dann so mit 17, 18, nachdem ich eine ziemlich heftige Drogenkarriere hinter mich gebracht habe, ich mit diesem Gott beschäftigt. Ich habe gedacht, Mann Gott, Mann Jesus, Mann Heiliger Geist, mein Gott Vater, wenn du wirklich diese Kraft hast, Menschen zu heilen, wie es in der Bibel steht, wenn du wirklich diese Heilige Geistkraft hast, um Dämonen aus Menschen rauszuschmeißen, dann musst du mir doch jetzt auch irgendwie helfen können. Und ich bin dann halt irgendwie mal so in Kirchen gerannt und in Gottesdienste gerannt und teilweise habe ich nicht verstanden, was sie da gelabert haben. Die Orgelmusik fand ich auch ziemlich furchtbar. Aber egal, ich wollte irgendwie diesen Gott finden, ich wollte irgendwie diesen Jesus finden. Und doch muss ich sagen, im Rückblick, ja, irgendwie, dieser Gott, ich habe ihn dann kennengelernt, dieser Jesus, ich habe ihn dann kennengelernt. Aber ich habe in dem Moment, wo ich mich mit ihm beschäftigt habe, auch festgestellt, ja, wenn es diesen Jesus gibt, dann muss es auch diesen Antigott geben. Ja, glaube ich ganz fest, wenn es diesen heiligen Gott gibt, dann gibt es auch diesen versifften Drecksgott, dann gibt es den Teufel und dann gibt es auch diese Dämonen. Und ich weiß, dass man so beides hört. Die einen sagen, ja, ich glaube an Gott, aber Satan, das glaube ich irgendwie nicht. Und das finde ich irgendwie gefährlich. Und auch dieses Ding, ja, ich glaube an nichts, auch das finde ich irgendwie eigentlich dumm und eigentlich auch gefährlich. Denn diese Dämonen, die gibt es wirklich. Und ich möchte euch jetzt einige Dämonen, in Anführungszeichen, aufzählen, die uns heute immer wieder begegnen. Ich glaube zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die folgen dem Geld. Und Uli Hoeneß ist bestimmt jemand, der dem Geld besonders gerne hat. Ich habe mich echt gefragt, wie ist der Mann drauf? Hat schon so viele Millionen auf seinem Konto. Muss dann unbedingt den Staat nochmal um 2-3 Millionen bescheißen. Kann das sein, dass er irgendwie da unfrei ist? Dass er irgendwie besetzt ist? Ja? Und ich. Mein Polyhymnus ist der eine, aber ich weiß nicht, wer von euch alles Lotto spielt. Ich kenne so viele Leute in meinem Freundeskreis, die folgen echt dem Geld-Dämon, indem sie Lotto spielen. Und sie denken irgendwie, ja, wenn ich diesen Samstag meine 6 richtige habe und Dutzzusatzzahl, dann bin ich glücklich.
dann habe ich keine Sorgen mehr. Oh, dann habe ich ein richtig gutes Leben. Aber wenn man dann mal die Leute mal nachfragt, die Lotto-Millionäre geworden sind, war gerade neulich gesehen auf RTL, ja. Großteil von denen haben ihre Kohle schon nach kurzer Zeit wieder ausgegeben. Ihnen ging es gar nicht besser, sondern eher schlechter. Sie haben Depressionen gekriegt, die Leute haben sie verarscht, haben sie ausgenutzt und haben sie alleine gelassen. Der Gelddämon ist stark heutzutage, aber ich glaube, er ist ein Fake-Dämon und der macht uns nicht glücklich. Und die Banken leben nur von der Kohle und sie zocken mit der Kohle. Und gerade als diese ganze Bankengeschichte so krass war in den letzten Jahren, ist mir das klar geworden, wie krass das Geld in unserer Gesellschaft irgendwie, was für eine große Rolle das spielt und wie stark diese Macht des Gelddämons ist. Und eigentlich sind wir alle irgendwie gefesselt, abhängig von diesem Gelddämon. Und wenn du das auch irgendwie sagst, ja, okay, der Martin da vorne, vielleicht hat er ein bisschen recht, egal, ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Jesus, von dem wir hier lesen, ist stärker als der Gelddämon. Zweitens, ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die folgen dem Sex-Dämon. Okay. Und ich denke, jetzt glaubt ihr bestimmt, jetzt kommt ihr mit so einer ganz krassen, fiesen, moralischen Geschichte. Nein, das ist überhaupt nicht mein Thema. Wir wurden befreit durch die sexuelle Revolution und unseren krassen, harten, moralen Dingern. Das ist auch gut und richtig so. Und doch merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, mit meinen Freunden rede, dass es ganz viele Menschen gibt, die echt total unfrei sind in ihrer Sexualität, die echt gebunden sind, die Fesseln um sich haben, genauso wie dieser Mann Fesseln um sich hatte. Ja, ich habe gerade mit einem Freund unterhalten, der hat mir erzählt, ey, wenn ich mit meiner Frau schlafe, ich muss mir vorher einen Porno anschauen, sonst geht das überhaupt nicht, ich kriege keine Erektion. Ein anderer Freund hat mir erzählt, er muss zuerst koksen, dann muss er sich ein Porno anschauen, dann muss er eine Viagra nehmen und erst dann ist er in der Lage, Sex zu machen. Ja, und die lachen sind vielleicht nicht gerade, die sich schon einmal Viagra mindestens im Internet angeguckt haben. Sex ist was Fantastisches, es ist ein super geiles Geschenk, was Gott den Menschen gegeben hat. Und doch gibt es Leute, viele Leute, die sich da am Stricke umschlagen lassen, die da unfrei sind und die das merken, ich bin unfrei, ich muss mir ständig Pornos angucken, ich irgendwelche ätzenden Gedanken, die ich eigentlich nicht haben will. Ich bin da unfrei. Der Sexdämon. Und wenn du das Gefühl hast, das ist dein Problem, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als der Sexdämon. Drittens. Der Suchtdämon. Auch ein sehr, sehr starker Dämon in unserer Gesellschaft. Und ich muss gestehen, ich war und bin es irgendwie auch noch an diesem Sexdämon, ja, der hat irgendwie immer, kriegt immer wieder eine Tür in mein Leben. Sucht ist eine Hauptkrankheit in Deutschland. Ich habe gelesen, dass allein im letzten Jahr 100.000 Menschen an einer Alkoholvergiftung gestorben sind. Das muss man sich mal reintun. Gerade der Alkoholdämon ist stark und viele Ehen, viele Familien werden zerstört durch diese zerstörerische Kraft des Alkoholdämons. Dort habe ich eine Frau getroffen, deren Vater war Alkoholiker. Und dieser Alkdämon hat ihn so fest im Griff, dass immer wenn er breit war, immer wenn er besoffen war, kam er nach Hause und hat sich erstmal verprügelt, windelweich geprügelt. Und wenn er nichts getrunken hat, dann war das der netteste, bravste und liebste Mensch. Kennt ihr so eine Leute? Ja, der Suchtdämon. Und es gibt auch andere Süchte, Spielsüchte, Internetsüchte, keine Ahnung. Und oft ist der Tod gleich um die Ecke. Der Suchtdämon ist ein zerstörerischer Dämon. Der kann wirklich Menschen zerstören. Und wenn du merkst, das ist dein Problem, das ist dein Dämon, mit dem du liebäugelst, der in deinem Leben immer wieder vorkommt, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als der Suchtdämon. Viertens und letztens, ich habe jetzt nur vier wahllose Dämonen rausgegriffen. Ich nenne ihn den Lügendämon. Den Lügendämon. Und es gibt wirklich viele Leute,
und die ständigen anderen Menschen etwas vormachen und den coolen Nacker raushängen lassen oder die Blonden besonders sexy viel Rauch raushängen lassen und versuchen, sich immer zu verstellen und versuchen, sich immer besser zu machen und besser zu reden und alles, was sie tun, irgendwie da was rauszuholen. Und letztendlich leben sie nur auf einer Lüge. Sie schaffen es nicht in der Wahrheit. Sie schämen sich den Menschen, sich wirklich zu zeigen. Und ich denke auch oft an Christoph Daum, ich weiß nicht, der ist hier oben wahrscheinlich nicht so gut, aber ganz Deutschland sitzt ja hier. Ja. Ich war eigentlich so ein bisschen ein Fan, ich fand ihn eigentlich ganz cool, bis dann dieses Ding rauskam, wer Uli Hoeneß, ja, bringt in der Presseerklärung raus, Christoph Daum, du nimmst Koks, du taugst als Bundestrainer nicht. Und dann muss man sich mal vorstellen, da macht der Typ eine Pressekonferenz, sitzt da die ganze Presse, und er lächelt sie alle an, kann man sich noch auf YouTube angucken. Ich habe noch nie Kokain genommen. Ich nehme keine Drogen. Ich bin ein super sauberer Trainer und ich möchte euer Bundestrainer werden. Das war jetzt nicht der exakte Wortlaut, aber ungefähr so hat er es gesagt. Ja, dieser Lügendämon, er ist mächtig in uns, er ist stark in uns. Und wenn du merkst, das ist dein Problem und es zieht dir manchmal die Füße in den Boden weg, weil du es nicht schaffst, in der Wahrheit zu leben und nicht schaffst, so zu sein, wie du bist, immer etwas vormachen zu müssen, immer mehr Schein als sein, immer rumliegen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als der Lügendämon. Wie wir in dieser Geschichte lesen können, hat Jesus diese 1000 Dämonen-Legion, man sagt es wohl, damit ist eine römische Legion gemeint, 1000, 2000 Mann, mit einem Wort aus diesem Mann herausgeschmissen. Jesus ist in der Lage, Menschen frei zu machen. Und es ist nicht, Leute, leider nicht mehr immer so, dass nur ein Wort genügt, obwohl ich Geschichten kenne von Menschen, bei denen das so passiert ist. Wie gesagt, lebe ich jetzt einige Jahre mit Jesus und ich hatte das Gefühl, es ist wie so ein Heiligen Geist-Waschprogramm, in das er mich hineingesteckt hat. Ja? Und jedes Jahr dreht sich die Trommel nochmal, ich werde wieder ein Stück freier, dann gibt es da mal wieder einen kleinen Rückfall, dann weiß ich aber auch, woran das liegt, da waren noch andere Sachen, die aufgearbeitet werden muss. Und dann wird es wieder weiter, immer weiter. Und so wie ich hier heute stehe, kann ich euch sagen, ja, vor vielen Jahren habe ich Heroin gespritzt, habe ich Kokain gespritzt, ich hatte fast eine Überdosis, bin fast gestorben. Ich habe jeden Tag gekifft, ich habe jeden Tag mega viel Bier getrunken. Und heute bin ich so frei, dass ich hier vor euch stehen kann. Alleine das ist schon krass, das habe ich mir in der Schule nie getraut. Ja? Ich hatte immer Schiss vor Menschen. Und ich bin so frei, dass ich noch nicht mehr rauchen muss. Ja, auch das hat mir Gott genommen. Und ich bin noch lange nicht am Ende, aber ich weiß, dass ich in dieser Heiligen Geistwaschmaschine bin. Dass er mich Stück für Stück immer weiter frei macht. Ihr merkt, ich bin am Schluss. Wir sind hier in der Heiligen Geistkirche und ich habe versucht, für diesen Heiligen Geist zu werben und für denjenigen zu werben, der diese Kraft verkörpert und das ist Jesus Christus. Und ich lebe mit diesem Jesus und ich kann sagen, ich wüsste nichts, was mir mehr Halt gibt, was mich glücklicher macht, was mir mehr Sinn im Leben gibt und auch nichts, was mich freier gemacht hat, als das, mich auf diesen Jesus einzulassen, mit ihm zu reden, immer wieder neu zu begegnen und wenn ich wieder Scheiße gebaut habe und wieder Rückfälle gebaut habe, immer wieder neu zu ihm zu kommen und freier zu werden, Stück für Stück. Amen. Kirche und das ist ja auch so ein Gottesdienst. Ne? Und wäre das okay für euch, wenn wir jetzt noch beten? Ja. Cool. Also wer nicht will, bleibt einfach sitzen und zieht so eine Mine beten, die ätzend. Und alle anderen, lasst uns doch kurz aufstehen. Und ich laber einfach ein bisschen mit Jesus und dann schließen wir mit dem berühmten, berüchtigten Vater unser an.